Ich weiß nicht, wenn wir jetzt schon Pause machen, dann wie gesagt, 15 ist halt Shadow weg. Dann kommt Shadow nicht mehr wieder. Das heißt, jetzt können wir noch ihn ausnutzen mit ihm spielen. Ich weiß nicht, wann 15 Uhr ist. In 20 15. Minuten, circa. Ja, in 20 Minuten. Also, so muss ich sagen, Mizuzune oder irgendwie was anderes, aber. Ja, ja, deswegen habe ich auch gesagt, wir können ja noch Mizuzune oder sag, 20 Minuten lang machen. Dass Sasa reinkommt in der Zeit? Sasa schrieb und noch, ich glaub, da ist der Sasa weg und niemand kriegt es mit. Wann war er weg? Er hat das war in der Quest weg? Er hat das vor 5 Minuten geschrieben. Also war in der Quest weg. No. Ja, das bekommen wir dem 4 auch nicht mit. Es tut mir leid. Ja, wenn du nochmal mitmachen willst, Hazard, kannst du gerne nochmal reinkommen. Ja. Zu meiner Verteidigung, ich war der Einzige, der gesagt hat, Hazard ist nicht mehr da. Ja, stimmt. So, Disney-Skin schrieb, ihr seid wirklich nett. Vielen Dank für eure Antworten, ja, kein Problem. Ja. Warum auch nicht? Also, als Monster der Community muss man leicht aufpassen, dass Shadows auch war, jetzt schon war. Ja, aber außerdem. Er hat aus Versehen und dann war er weg. Er hat aus Versehen? Ich habe aus Versehen nicht gelebt. Gedrückt. Achso, ja, stimmt. Shadow musste sich nochmal neu. Sasa schrieb, macht ihr mal. Nee, ich will mit Sasa zusammen zocken. Achso. Und mein Sasa will ich nicht. Jetzt also, ich will jetzt bitte, dass er zukommt. Kesai schrieb noch, freue mich schon echt darauf, direkt den Online-Modus durchzusuchten und danach das Dorf zu spielen. Muss aber wieder weg. Eventuell komme ich nach einer Pause wieder. Viel Erfolg euch noch. Und Disney Skin schrieb, ich bedanke mich herzlich, eventuell bis später und danke an deine Mitspieler. Ja, danke an euch, meine Mitspieler, ihr Boys. Ganz ehrlich, warum hast du uns Boys gemacht? Das war so aus dem Affekt, Mann. Was ist ganz anders ehrlich, eingefallen? Also Ich kann nicht für Shadow reden, also ich bin definitiv kein Boy mehr. Und Mina schrieb, nee, die sind nicht nett, die tun nur so. Dann schreibt Kisai einen bösen Blick und dann meinte ja. Mina so, meine Yamatox und die anderen beiden. Voll. Wer ist denn sonst da? Ja, weil Kisai dachte, er ist auch mit betroffen. Ja, ist er doch. Jeder ist hier mit betroffen. Kisai gehört doch zu uns. ich spiel mal Morphax jetzt. Oder soll ich auch Doppelkling nehmen? Soll ich auch Doppelkling nehmen, so wie ihr? Machen wir jetzt alle Duals? Shadow, machst du auch Duals? Deswegen habe ich doch gerade auch Sperrs gesagt, ich nehme jetzt auch Doppelkling. Sorry, mach ich jetzt. Nein, ich nehme Morphax. Ich spiele doch keine Duals, what the fuck? Ich hab mich gerade gewundert, weil alle auf Duals waren. Sasa, Shadow, nein. Lass mich nicht allein mit den beiden. Verstehe ich jetzt nicht. Ich war doch die ganze Zeit ruhig und hab mich benommen. Bis dann, Kisai. Tschüss. Wollt ihr mal einen Funfact wissen? Ja. Hau raus. Bevor ich mit euch jetzt hier Monster gezockt hatte, hab ich so ein Namikai, also halt Essen, Trinken und so weiter mit Aimis Familie gemacht, ne? Mhm. Und ihr Vater bekommt irgendwie ständig mega teuren Alkohol von seiner Firma. Und ich habe jetzt hier zwei Flaschen jeweils 50 Euro wert rumliegen. Cool. Was hast du? 50 Euro was? Flaschen an Alkohol. Also so, in die Honshu, also Osaka. Sake. Ja, Pro-Tipp an dich, geh damit mal raus und frag mal Leute, ob die den tauschen gegen einen Monster Hunter Pro-Controller. Ja, das würde ich machen, ey. Willst du Alkohol? Auch wenn es mega weird klingt. Also ich bin jetzt noch nicht gewöhnt, aber ich... Ist jetzt so leicht weird zu sagen, aber eigentlich ist jetzt meine Frau, ne? Ja, eben. Ich bin eine Freundin mehr. Ist jetzt so leicht weird zu sagen, aber... Kann ich doch nicht hier machen, dann irgendwie die Sachen von ihrem Vater... Nein, das einfach ist doch nur ein Witz, Mann. Ich meine... Chill doch mal. Ich weiß, das kommt mir... Also, ich kann die Spinne aufsammeln. Oh Gott. Waffenpumpe, das ist eine gute Idee. Ich weiß nur, das ist... Du weißt, wie ich das meine. Ja, ja, klar. Trotzdem lustiger Gedanke. Wo war das? Was machen wir jetzt überhaupt? Mizuzune. Das ist ganz oben. Der ist dann 13 da oben? Ja. Der läuft doch instant weg, oder nicht? Wahrscheinlich.
Der läuft doch immer ins hinweg. Ich sehe den Martox da rumrennen. Den Shadow Guns hin. Der Shadow weiß, wie er sein Leben genießt. Wir besteigen die Berge, ja. Shadow weiß, wie er alles besteigen kann. Oh, fuck, ich bin zu hart. Wie besteige ich meinen Hund, Kipo? Was? Was? Willst du was sagen? Nein, du willst es nicht wissen, was er gesagt hat. Kipo? Nein, dass du deinen Hund besteigst. Das hab ich auch nicht gehört. Das hat er auch gesagt. Okay. Das war also nicht meine Schuld. Okay. Nein, das hat okay. Er gesagt. Deswegen sagte ich ja, du willst es nicht wissen. Boggers. Ah fuck, mir ist aufgefallen. Ich hab schon dieses Telefon mit dem Vieh gemacht, ey. Oder gestern. Oh. Das war gestern vor euch, ne? Ja, uns war es gestern. Ich will gleich eine Waffe, das Vieh, ja. Kannst halt die Waffen noch wechseln, ja, ne? Ja, glaube ich. Wenn ich nichts Falsches sage. Gibt's das oder? Gemacht, bisher? Ich weiß es nicht. Hab's noch nie gemacht. Ich hoffe, dass es geht. Wenn es nicht geht, dann RIP. Ich würde gerne so ein bisschen abwechseln. Kann man es hier eigentlich zurückporten schon, oder? Ich glaube, da musst du aus dem Kampf sein, aber dann ja. So, Sasashkib, ich habe es noch versucht, aber knapp verfehlt. Da hättest du was geschrieben, dann hätte ich gewartet. Noch. Ich wusste ja nicht. Gewesen. Muss jetzt abbrechen? Ich hätte auch gerne andere Waffen. Ja, dann lass doch mal abbrechen. Wir brechen nochmal ab, Sasa, dann kannst du nochmal mitmachen. Man kann jetzt das Monster reiten, das wartet auf uns. Ciao. Man muss die Quest verlassen. Wie verlasse ich die Quest? Drückst Start, also Plus, den Plus-Button. Dann eins nach rechts und müsste da von Quest zurückkehren stehen. Ich dachte, wenn der Haupttyp rausgeht, dann geht alle mit raus. Nee. Das wäre ja mega kacke, wenn der Haupttyp dann Disconnect hat und dann komplette Quest beendet. Oder der. Naja, dem ist unfair. Würdest du das volle Game pre-ordern? Nein, weil ich das schon pre-ordert hab, du fucking Mistding. Musst du mich das jedes Mal fragen? Bleib doch mal ganz ruhig. Jetzt hat es langsam weh. Sorry, das war jetzt ein bisschen betrieben. Jetzt geht das ab. So, nee, das Passwort wurde geleakt. Sasa schrieb, zumindest ist meine Bambusleitung etwas besser geworden, da ich Stream anhatte und das Spiel. Das war kein DC, sondern überhitzt. Müsste wohl die komplette Konsole innen reinigen. Überhitzt? Außen ist nichts zu erkennen. Überhitzt? Hitzt? Ja, er hat gesagt, die ist überhitzt. Ist sie im Regal ist drin die... oder was? Im Schrank? Zugemacht die Tür oder wo? Was ist denn passiert? Ist die einfach runtergefahren oder was? Kann er ja gar nicht reinschreiben. Die ID ist... J. Oh Gott, J passiert. Keck? Ja. Jetzt ohne Witz. Keck? Ja, ohne Witz. Keck W, Alter. Nee, Keck P. Keck P? Und dann A. Also J, Keck P, A. Keck. Keck P. Richtig gut. Keck P, Leute. Gefunden. Muss auf die Zeit achten, Thomas. Y, K, J. E, K, P, A. Nicht Y, J. Sekunden. 4, 3, 2, 1, 0. Was ist das erste? J. J? Ein J. Ach, nicht Y. Hab ich Y gemacht. Jetzt hab ich. Weiß nicht, warum ich Y gedacht habe, ey. Ist bei mir gar keine Zeitanzeige mehr. Was ist denn jetzt los? Tja. Ich hab's geglitscht. Das ist ja wirklich so. Seid ihr drin, alle?
Weiß ich nicht. Also bin ich bei dir drinne? Keine Ahnung. Jetzt ist Pfaff drin, okay. Testen wir mal. Zeitanzeige, 35 Minuten. Ich hab gar keine Zeit mehr. Hast du keine Zeit? Ich hab Shadow. Nein, er hat keine Zeit in-game, dass er keine Zeit angezeigt wird. Jetzt habe ich wieder Zeit. Let's go. Ist Tazer auch da? Ja. Aber was ist denn jetzt das Problem bei Tazer gewesen? Das stört mich jetzt doch so ein bisschen. Tazer schrieb, ist in Standby gegangen wegen Überhitzung. Das Problem hat meine Konsole schon länger. Oh. Okay. Käfer drin? Hast du dieses. Es gibt doch diese Flasche mit diesem Compressed Air. Wo dann drauf durchs halt so ein Luftstrom rauskommt. Hast du damals versucht, den Lüfter zu reinigen? Du Waffen nicht wechseln? Du hast jetzt wieder Duals. Nee, gerade habe ich nicht Duals gehabt. Achso. Gerade habe ich gewechselt, weil Sazer und. Du und Shadow Duals hatten. Ja, aus Witz. Du hast zwar gewechselt, ja, aber ich habe trotzdem was angekommen. Aus Schokele. Also, es kann nur am Lüfter liegen, weil die Switch überhitzt eigentlich normalerweise ja nicht. Es sollte an einem Lüfter liegen. Oder die ist irgendwo in einem Ort, wo keine Luft rankommt. Ein Schrank oder sowas. Das bezweifle ich mal. Also, so dumm ist er hoffentlich nicht. Weil er ist tougher als ein normaler Sasser. Er ist tough Sasser? Genau. Tough Sasser? Genau. Also, bezweifle ich mal, dass er die irgendwie irgendwo drin hat, wo keine Luft drankommt. Also kann es halt nur daran liegen, dass der Lüfter irgendwie verstaubt ist. Die hat mittlerweile einen Defekt. Ein Defekt? Was für ein Defekt? Ja, vielleicht läuft der Lüfter gar nicht mehr, ne? Das sollte er wirklich merken, da könnte sie ihm noch anreichen. So. Oder halt die Kühlkomponenten, also halt Wärmeleitpaste oder. Wärmepads, die da benutzen, sind halt nicht von guter Qualität gewesen und sind mittlerweile ausgetrocknet. Ich weiß ja nicht, wie die gekühlt wird. Das weiß ich auch nicht. Also wenn mein Lüfter laufen würde, hätte ich auch Angst. Wenn die ganze Zeit durch den Raum läuft. Ja, das wäre halt schon gefährlich, wenn er einfach frei rumläuft. Nicht, dass er Kinder verletzt oder so. Richtig. Weil er Kinder bekommt, das wäre noch unheimlicher. Ja, da kommt Pfaff erstmal so runtergesprungen. Weil hier der fucking Käfer nochmal. Weil hier Käfer. Na, keine Ahnung. Ist das motivierend für euch? Ja. Gleich schon einen Angriffsbuff bekommen. Nämlich noch daran hier, wo bei Fatalis dann so ganz am Ende sich die Original-Monster an der Musik dann. Das war mega cool. Anfängt. Ja, wie gesagt, es tat mir so leid, dass ich. Ich habe versucht, jetzt nicht so mega demotiviert zu wirken, also ich habe die halt schon gehört. Aber beim ersten Versuch, wo ich verkackt habe, kam die auch schon. War trotzdem verkackt, also war ich nicht so gepumpt, wie du da warst. So. Muss ich echt überlegen, ob ich mit dir noch befreundet sein will. Ob du mit dir befreundet sein willst? Ja. Hast du was dagegen? Vielleicht. Genau deswegen bin ich mit mir kein Freund.
vielleicht sagen, in der Demo bei allen Monstern der Demos kommt es deutlich mehr so vor, als würde ich mich irgendwie so gehetzt fühlen. Also dass ich nicht so die Zeit habe, irgendwie die Moves der Monster zu lernen, wenn ihr wisst, was ich meine. Wegen der Zeit und all das immer. Ja, wohl hier geht's jetzt ja, ne, bei diesen Quests. Ja, aber du kennst trotzdem halt deine ganzen Skills nicht. Na gut, das stimmt. Down. Ich sehe überhaupt nichts mehr in die Kamera. Weil hier irgendwie. Es ist irgendwie so. Irgendwie. Ah ja, Mizutsune, das ist schwach gegen ihn am Schweif und so weiter. Das ist ja klar, ich bin schon so aufgemacht, dass ich das weiß. Das habe ich in der Dämonie irgendwie. Ach so, meinst du? Ja, stimmt, das stimmt, ja. Weil in World jetzt hier oder halt in Main Games wusste ich halt immer, wo die Gegner schwach sind. Und hier ist es extrem so, dass ich mich immer neu erinnern muss. Wo ist es hin? Es brüllt einfach nur. Wo ist es? Ja, ich hab's nicht mehr gesehen, das war die ganze Zeit. Das war die ganze Zeit an der Wand, auf einmal ist es weg gewesen. Also, ja, es brüllt so laut, ich sehe nichts mehr. Ich kann nur Sachen sehen, die 2 Meter entfernt sind. Ja, deswegen. Es brüllt so laut, ich sehe nichts mehr. Verloren! Ich sehe nichts! Genau! Wie gesagt, Kills, wir sind T-Rex. Oh nein, das Monster hat eine Seife in die Augen geballert. Ich höre euch nicht mehr, Jungs. Ah, shit. Oh nein, war auf. Oh, danke. Ach ja, wenn du dich wunderst, Thomas, ne, also wenn ich online zocke, ne, ich werde nur Katzen dabei haben. Erstens, weil jeder Honk die Hunde benutzt und zweitens, weil Aimi durchdreht, wenn ich nicht die Katzen nehme. Okay. Ich werde gucken, wie sich das, so ein... zu so einer crazy Cat Lady werden. Kennst du die? Ja, ja. So 10 Katzen haben? Und ihre eigene Kacke rumwerfen. Okay. Das lässt sie jetzt nicht so. Wie gesagt, würde ich sie nicht zurückhalten, würde sie so werden. Ich habe eine Spinne gesetzt. Oh, ja, ich wollte instant schon. Ich habe gerade eine Combo. Du weißt ja, wie das geht. Sagte Faf und ich verkack's voll. Ach, Thomas. Pass auf. Hast du trotzdem verkackt? Nein, ich hab 3-mal gegengeballert. Sasa hat das besser gemacht! Ich hab dir das doch 3-mal gegengeballert. Oder 2-mal gegengeballert. Das tat ja bei meiner Kehle leicht weh. So angehört. Mein innerer Gollum ist gleich so ein bisschen rausgekommen. Ist nur ein bisschen, ne? Ich komme nur raus, dass es um Sasa geht. Weil Sasa ist tougher als wir alle anderen. Mein Sasa! Oh Gott. Lauf, Sasa, lauf. Ich will gar nicht wissen, wie der Typ, der das synchronisiert hat, die ganze Zeit so geredet hat, ey. Wie hat er normal geredet? Der hat normal.
ist seine Stimme, hast du jetzt was dagegen? Das war halt seine Stimme, ne? Eigentlich ja. Ich hab eine Falle hier. Das voll fertig machen. Ja, Mann, wenn wir schon den Manga-Typen nicht fertig machen, dann machen wir dich fertig. Wann jetzt? Ich hab vergessen, wie der heißt. Ich hab den nicht immer in Discord gemacht habe. Ich hab immer seinen Namen verkehrt durchgeschrieben in Discord, weil ich mit Thomas geredet hab. Ehrlich gesagt, weiß ich wirklich nicht mehr, wie der Typ heißt. Magna Malo. Magna Malus. Ja, sag ich ja. Weil ich hab ihn halt auch irgendwie jedes Mal verkehrt geschrieben, das dann durchgestrichen absichtlich. Irgendwie so Magla Angemon und Manga Angemon. Ja. Leute, Digimon, ey. Oh Mann. Aber Shadow? Du hast jetzt die Umstände gemacht, den Namen zu ändern, ne? Ja. Aber irgendwie hat sich das, was du dann ändern wolltest, überhaupt nicht geändert, oder kommt das so sofort? Ich hab das böse Wort rausgenommen, damit es familienfreundlicher ist. Ich meine, aber es ist trotzdem noch irgendwie so mega zweideutig. Na klar, muss es doch. Im Grunde hat es ja nichts geändert. Also von eindeutig halt auf zweideutig, das ist doch ein großer Unterschied. Na gut, hat er aber auch recht. Fallen oder so? Ja, gar nicht anders. Bleib stehen! Ja, jetzt hab ich hier rumslidet und ich sehe gar nicht viel. Oh, und das ist er. Ach ja. Wie hier zwei Fallen nebeneinander liegen, what the fuck? Oh, jetzt! Aber ist nur eine rein, oder? Eine ist Ich glaube ja. Ne, beide weg. Also jetzt erwarten vom Monster, was Seife als er meint hat. Noch ein Fallen. Kaum erwähnt, das haben hier kommen 5 Fallen hintereinander. Ich vermisse das, wo ich noch wusste, meine Monster brüllen und ich gegenhacken konnte. Halt. Ach, ich muss das mal essen. Die ist auch recht schnell weg, ne? Das Essen, oder kommst du so vor? Ja, irgendwie. Sehe ich, also mir kommst du ehrlich gesagt nicht so vor. Weil ich bin jetzt schon wieder bei fast Minimum. Letzten Schritt, den es vom Minimum gab, bin ich gerade gewesen. Ich hab ihn auch fast voll. Und bei World, ich weiß nicht, da war ich nie unter Maximum. Die meisten Viecher sind gestorben, bevor ich unter Maximum war. Nein, hast irgendwie diese Seilmoves und so weiter hier Ausdauer fressen, weil ich bin noch fast voll. Ich benutze die halt nie. Nee, die fressen eigentlich keine Ausdauer. Das ist nur Zeit. Chef. Dann macht es ja irgendwie keinen Sinn, weil ich habe halt. Bin fast voll noch. Aber du meintest ja gerade. Hast du gegessen, bevor du zu ihm gelaufen bist? Ja, ganz am Anfang habe ich gegessen. Ich bin nicht gegessen. Da liegt es wahrscheinlich. Ich bin es gewohnt, dass meistens
ganz am Anfang, dass du nicht essen musst, weil du noch von dem Essen, was du hast, halt den Buff hast. Das ist, glaube ich, der Fehler. Na, du isst ja hier nicht. Ja, eben. Das kann ich verstehen. Ungewohnt. Das ist wahrscheinlich der Grund. Alter, verglichen mit dem Mistvieh hier eben ist das so easy, ne? Ja. Das ist doch das erste Mal, wo wir den gemacht haben, wo wir den so ein bisschen mies fanden. Aber wir hätten es jetzt auch nicht geschafft, weil 15 Minuten jetzt auch rum sind. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. 15 Minuten, das Kack-Equipment sind das Problem. Lol, ist jetzt mit dem los gewesen. Hat jemand am Arsch gekratzt gehört? Hä? Irgendeiner von euch hat mich aus dem Himmel rausgeschossen. Kann nicht gewesen sein. Was war denn das eben? Ich habe einen Jump Attack gemacht und irgendwer hat mich aus dem Himmel rausgeschossen. Ich habe diesen komischen Fadenangriff gemacht, wo ich in den Luftsprung mit dem Hammer rumdrehe. Kann sein, dass du das warst. Ja, ja. Ich wusste hab nicht wirklich, dass das geht, echt. Alles ist möglich. Doch, bei Roller. Ich bin weggeflogen, als hätte mich irgendwie so ein Gegner angegriffen oder so. Masasa schrieb auch bezüglich seiner Switch. Das ist auch eines der ersten Modelle, die gleich zum Release rauskamen. Die gleich zum Release hatte. Das ändert sich nicht so sehr, weil du hast ja im Grunde immer noch dieselbe Base, die es jetzt immer noch gibt. Es gibt ja jetzt schon wieder Gerüchte wegen irgendwie einer Switch Pro, aber die gab es ja schon seit Anfang an. Ich wollte gerade sagen, die gab es ja schon wieder lange. Ja, die gab es schon immer, die gibt es alle paar Monate. Ja. Und Demon's Sword kommt irgendwann für den PC, Kappa. Ja. Cool, hat sich mega gelohnt, dass ich das Vieh in so ein anderes Gebiet verpisst hat. Oh, es ist 15:03. Ah, jetzt muss ich. Ah, jetzt werde ich verklagen. Oh nee, jetzt habe ich die Bahn ver. Oh. Wen willst du verklagen? Mhm. Ich werde verklagt, weil ich zu spät komme, Kappa. Kibo. Ja. Keck. Dann schickst du Keck aber P. Halt. Keck schickst du einen Screenshot von einem Charakter. Also Keck und P. Sagst, ich bin eine Banane. Da können die nichts dagegen machen. Peanut Butter Jelly Time, wenn ich das. Genau. Ja. Da können die nichts dagegen machen. Ja. Dann sagen die einfach so. Ja, okay, ja, hast recht. Ja, hör's auf. Ja. Oh. Machen sie. Machen dann Durst, du! Durst? Was? Ja, genau. Wenn nicht, dann trink doch mal was. Was gesagt hast, heißt, was machst du auf Japanisch? Echt? Durst, du? Ja. Heißt, was machst du? Ja. Cool. Mina hat mir auch irgendwas gepostet gestern. Weird, aber das heißt im Grunde das, ja. Du sagst das zwar ein bisschen komisch, als wenn du gerade am Kacken bist, aber okay. So, ich mach nein, weil wir jetzt erstmal eine Pause machen. So, Mina postete mir gestern. Muss ich kurz gucken, wo das stand. Ach da. Doshitano. Mina lernt Japanisch durch Instagram. Oder Doshitano. Oder Doshitano. D-O-O-S-S-H-I-T. Ach, das als unsere Zeichen da. Ja, ja. Deutsch. Zeichen? Also quasi als. Ja, du weißt ja nicht, was es heißen soll. Keine Ahnung. Ne, er meinte. Auf hier ran schreiben, oder kann er meinte halt, das soll sowas heißen wie, wenn jemand traurig ist. Und was soll das heißen? Was, kannst du mal sagen? Doshitano. Doshitano. Ach, Doshitano, ja. Aber es steht noch nicht. Ah! Was ist los, heißt ja, genau, was ist los? Wenn jemand traurig ist, meinte Mina, dann sagst du halt zu dem so, was los. Ja, wie gesagt, sorry, das ist halt das Problem, wenn Leute irgendwie sowas in unsere Zeichen in römischen Lettern schreiben, weiß ich immer nie, was zur Hölle abgeht. Was geht ab? Braucht das halt schon Hiragana, weißt du? Doshitano. Ja. Hat Mina mir auch mal erklärt, meinte, hat er halt gelernt jetzt durch Instagram und das heißt sowas ja. Wie, wenn es jemand nicht das gut no geht. Das No kannst du sogar weglassen. Das No ist sehr persönlich. Das ist so ein, wie soll ich das sagen? Doshita ist genau dasselbe wie Doshitano. Bloß, das ist halt der Sprecher, kann das halt, wenn er Bock drauf hat, dazu machen.
Weißt du, wie ich das meine? Im Grunde heißt es genau dasselbe. Du kannst es weglassen, dazu machen oder nicht. Es ist total Wayne. Es kommt ganz auf die Persönlichkeit von dem an, wer das sagt. Hat das jetzt mit dem League of Legends Charakter zu tun? Ja, genau. Also ich zum Beispiel benutze recht oft The Snow. Ja, aber ich kann sagen, weil das ist mir aufgefallen, jetzt wo du gesagt hast, das Snow muss man nicht benutzen, man kann auch Durststar sagen. Das hat damals Vegeta gesagt, in Budokai 1, wenn du ausgewichen bist. Durststar, ja, Durststar, ja. Durststar, die ganze Zeit. Was los? Du kannst auch sagen Durststar, das ist die höflichere Form. Ich kann auch Thomasstar sagen, Thomasstar. Genau. So. Gut, genau. Und The Snow ist eigentlich eher seltener. Also es ist eher weniger, also eher nicht da, als es da ist. So, Sasa schrieb, es ist aber immer noch schwer, auf euch zu reagieren, wenn man über Stream verzögert zuhört. Ja, ich kann dich ja mal sonst auf meinen Discord dazu holen und dann kannst du sonst ja über Handy reinkommen und mit zuhören wenigstens. Dann hörst du uns ja live. Wir machen jetzt ja erstmal Pause, ne? Genau. Ich würde sagen, eine halbe Stunde meintest du, wenn du erst essen kannst? Ja, ungefähr. Dann kannst du also ja mein fucking Switch, ey. Also nicht meine Switch, sondern mein Switch für die Switch. Ich habe halt so einen Switch, dass ich zwischen dem PC und dem Switch Feed halt hin und her wechseln kann. Und der verkrackt gerade so leicht. Oh Mann. Na gut, Leute, dann danke ich euch. Ich wenn ich sagen, mein Switch. Fürs Zusehen jetzt. Wir sind nachher nochmal live. Jetzt erstmal eine Pause machen und bis später. Ja. Tschüss. Hallo. Da verschwinde ich mal so. Ich wäre nicht, ohne dass ich Mitspieler im Stream dabei bin. Ach so. Aber kannst du nichts machen, ist jetzt alles. Ja, so mir wäre das auch egal eigentlich. Nur, weil mir ist nicht egal. Mir sind wichtig. Die ja, ID. Wir werden nicht so viel reden, weil ich glaube, wir sind sehr konzentriert an. Ja. Ich muss jetzt sowieso mich mal langsam vorbereiten. Mach das mal. Ja, dann ist es ja okay. Ja, Leute, man hört sich irgendwann mal wieder. Ja. Jo, bis später. Hat Spaß dann gemacht. Ciao, ciao. Fand ich auch. Jo, tschüss. Bis dann. Kannst du die ID jetzt eingeben? Ja, ja, ich kann gerade da beim eingeben. 2R. Ja. 190. Ja. W. Ich hoffe bloß, dass ich echt die Konzentration noch habe. 0815? Ja. Also ich dachte die Konzentration dafür habe, weil jetzt so lange nicht zocken und dann ist es schon fast. Ja, okay, schon mal so. Wir müssen ja nicht lange machen sonst. Ist ja nicht so wild. Das ist halt der Grund, warum ich gefragt habe wegen Dotec, weil bei Dotec muss ich viel nachdenken. Ja, das stimmt. Shadow schreibt, boah, geil, noch mehr Monster Hunter. Wenn ich es dagegen hast, würde ich sagen, 2 Versuche. Hm. Und wenn es okay ist, würde ich danach gerne mal Dotec noch ein bisschen weitermachen wollen. Ja, können wir machen. Wenn du es dagegen hast. Ja, das ist gut. Kriegen wir hin. Schade, dass du wirklich die ganzen Skills nicht kennst. Verglichen jetzt mit der World Demo. Shadow schrieb im Chat, boah, geil, noch mehr Monster Hunter. Ja, weiß gerade auch, ja. Hm. Und spielt aber nicht mit. Hat aber die Zeit hier zuzugucken, oder was? Er meint doch, er muss sich irgendwie fertig machen oder so. Ja, aber hätte auch mitspielen können. Hätte machen können, ja. Ach, fuck. Ohne Was gefallen. Passiert? Wurde gefallen. Oh oh. Ich hab den Wasser voll angetouched. Ist nicht gut.
Okay, dass das noch nicht da ist. Ich bin mit dem. Ja, mal gucken, wie es jetzt zu zweit läuft, ne? Na, mal schauen. Vielleicht schaffen wir ihn jetzt, ja. Weiß ich nicht. Dafür haben wir nicht genug trainiert zu zweit. Dafür haben wir nicht genug Sasas und Shadows dabei. Ich bin auf dem Mond. Auf dem Hund? Nee, ich habe die Katze dabei. Ah, okay. Ah, shit. Zaza ist auch wieder da. Tag nochmal, hallo. Wir probieren es jetzt nochmal zweimal und dann... Ich sammle kurz die Kröte noch auf. Okay. Ich beeile mich. Warum muss es so weit oben sein? War die hier so weit oben, ey? Achso, ich komme. Brauchst du nicht nur, falls er zufällig hier hinläuft. Wir noch nichts gemacht haben und wir können noch 10 Minuten Zeit haben, ey. Naja, irgendwie. Das war jetzt ein bisschen leben. Oh oh. Oh. Das war nicht so gut. Ich habe gerade einen Silkbind-Angriff eingesetzt und erst zu spät gesehen, dass er seine Explosion da macht. Und dann wusste ich halt, dass ich nichts mehr machen kann, weil ich ja dann in der Animation festgefahren bin. Das war nicht so gut. So. Kisa ist auch wieder da, schreibt, wie war die Pause so? Frustrierend. Mein Internet war weg.
muss mich erstmal mit meinem Anbieter auseinandersetzen, weil irgendwas hier nicht funktioniert hat. Weil mein Modem hat so ganz seltsam geblinkt. Ich habe dann nachgeschaut in dieser Anleitung vom Modem und da steht halt drin, wenn das so in diesem komischen Takt blinkt, also dass die Leuchte zweimal schnell blinkt, einmal lange blinkt. So war das halt bei mir. Ist eine Störung. Also ist nicht das Modem kaputt, sondern eine Störung irgendwo beim Server oder beim Standpunkt des Verteilers. Dann habe ich halt angerufen und die meinten so, ja stimmt, haben wir auch gerade festgestellt, nachdem sie das gemeldet haben. Schauen wir uns an. Ja, ich bin auf dem Weg. Und dann musste ich halt warten, bis alles wieder funktioniert hat. Ist doch mal umgefallen. Oh, ich kann's mounten. Das Mountbar. Und du mountest ihn ins Ende. Würdest du mal, würde ich sagen. Wow, ich habe 3 Schaden gemacht, während den geritten hast. Sehr gut. Ich geh mal weg von dir da. Ne, brauchst nicht, bei Bruchfeld ist egal. Bei Großschwert hau einfach drauf. Ah, Mist. Aber schön, dass es wieder geht. Ja, danke. Das Internet lebt wieder. Bin auch überrascht, oder war auch überrascht, dass ich jemanden erreicht habe. Hätte ich gedacht, so weil ja Wochenende ist. Und Wochenende in Deutschland ist ja immer so, da arbeitet ja keiner mehr. Aber bei dem Modem-Support stand halt drin, dass die bis 16 Uhr hatten und ich habe zum Glück noch davor angerufen. Und die haben noch über 16 Uhr gearbeitet, also noch. Die haben nicht gesagt, so, das nö, ist das... Fallen, oder? Ja, aber die liegt in dem anderen Gebiet da vorne, weil ich dachte, er geht da rein. Okay. Also ich habe die im Gebiet hier vorgelegt, eine Falle, eine Fallgrube.
Ja. Wie getackelt ich das hier lebst. Aber gut. Also nach Tackle habe ich nicht voller AP gehabt und wurde gekillt. Das ist so mein Problem hier, weil ich bin das zu gewohnt, dass ich nicht... Ich habe zu wenig Verteidigung, dass ich, wenn ich tackle, dann irgendwie auf 10% bin. Ja, erwarte ich tot. Halt... Er hat gerade seinen Special Move da gemacht und ich wusste nicht, dann hat gerade der Silk nicht funktioniert. Ich erwarte halt nicht, dass wenn ich auf 10% drunter bin, also dass ich noch 90% habe, dass ich instant verrecke wegen irgendeinem so Kack-Move. Na. Das ist so mein Problem. So, Sasa schrieb noch, ich finde die Knallkröte auch ab und zu in den Gras, dass man zerschneiden kann für die Vögel. Ja, aber es braucht zu viel Zeit. Gibt's ja einen bestimmten Ort. Aber noch, dann würde ich sagen, erst mal Pause machen und zu Käse. Ich habe noch 12 Versuche. Achso, er muss. Hast du noch? Na, ich habe geresettet gestern nochmal. 19. Ach, okay. 19 habe ich jetzt noch. Ja, wie gesagt, mein größtes Problem ist wirklich dieses, dass ich tackeln muss, um meine Attacken durchzubekommen. Aber wenn ich tackle und werde getroffen, bin ich instant tot. Das ist so mein Problem. Sonst hat er schreibt, ich halt auch nicht für die im Chat, weiß. Die es interessiert, man kann das Monster bis zu 4-mal an die Wand laufen lassen, geht aber nur, wenn man ein zusätzliches Wirebug hat, da man zum Festhalten ein Wirebug nutzt. Sagte wer? Sasa. Immer dieser Sasa. Warum spielt der nicht mit uns? Aber. Ja, aber meine Frage jetzt an der Stelle: Ich mounte auf das Monster. Hab 3 Silk Points. Das heißt, ich mach. Einmal lasse ich ihn gegen dashen, verliere ich ein. Lasse ich ihn nochmal gegen dashen, verliere ich noch ein, lasse ich ihn nochmal. Dann sind doch alle 3 weg. Dann habe ich ihn doch aber nur 3-mal gegengehauen. Wie mache ich das dann 4. Mal? Durch Scissor Power. Oder kann ich dann nochmal gegenhauen beim 4. Mal, weil da ich brauche keinen Wirebug. Sondern nur wenn er sich wieder festhält, oder? Ich verstehe es nicht. Ich brauch's beim ersten Mal einfach keinen Wirebug festhalten. Nur bei den darauf folgenden. Achso, du nutzt ihn zum Festhalten nach dem Gegenlaufen. Ah, okay. Das heißt, ich lasse ihn beim ersten Mal gegenlaufen. Erst dann, wenn ich das zweite Mal ihn gegenlaufen lassen will, da verbrauche ich dann einen, weil ich ja wieder aufmache. Ja. Ah, okay. Das ist nur schwierig bei Magna Malo. Da müsste man sich vorne diesen einen Wirebug aufheben, bevor man den einsammelt, dass der überlebt. Weil es ist schwierig, den dritten Wirebug zu haben, wenn er mountbar ist. Dann wiederholt man den schon von Anfang an und dann hat man den nachher nicht. Weil er sich ja verbraucht nach einer Zeit. Oh, der hält ja recht lang an. Ich weiß nicht, hier vorne ist halt immer einer. Naja. Der hier. Oh Gott, verbraucht. Arsch. Okay, ich komme jetzt hin. Ja, wenn es sauer ist. Das Auge ist rot. Kein Plan, was er hat.
Eieiei. Ah, sehr gut. Mist. Er ist umgefallen. Er ist der Kritte doch drin gelandet. Ich hab nicht gerechnet, ey. Hä? Kannst du die Arme angreifen? Ich bin am Schweif. Achso, ich bin an seinem Kopf, aber ja, ich mach die Arme. Er ist in die Explosion doch ganz am Ende reingerannt. Na, danke. Ah, fuck. Ja, ja, lauf mir weg. Sasa schreibt, bei mehr Spieler wäre es, glaube ich, nicht so schwer, einen extra Wirebug zu haben, weil eine Person wie ich vorhin ein anderes Monster in ihn reinschleudert. Ja, na dann ja, dann geht das. Das gibt Bulle, ey. Gegen Thunder Beetle. Ich muss mal hier mal irgendwas sitzen, ey. Der soll recht gut für ihn sein. Wenn ich mal irgendwas machen kann, ne? Das führt dazu, dass wir alle ihn irgendwie stunnen können durch Kopfangriffe. Also du kannst es sowieso, aber dass ich ihn auch stunnen kann dadurch. Na, ich weiß, was du meinst. Fangboy. So, jetzt ist mein Wirebug zum Beispiel wieder weg, den ich gerade erst eingesammelt habe. Bevor, also als das Gebiet hier hingewechselt hat, habe ich einen Wirebug eingesammelt, dass ich 3 habe und jetzt ist er schon wieder weg. Und hier habe ich jetzt noch einen, deswegen, man muss halt genau wissen, wann man ihn mounten kann. Hast du gesagt, hat's getan bei ihm hier? Ja, eben. Ich mache recht viele Luftattacken, aber ich auch. Mountain kannst du vergessen bei ihm irgendwie. Ich mache auch an sich die ganz oft die
eine Attacke, wo ich randasche mit dem Silkbind, mich ranziehe und dann eine Attacke mache. Das macht ja auch diesen Mount Damage. Weil das ja blau ist, die Zahl. Ah, fuck, das hier. Ja, ich kann sehen. Aber ich kann sehen. So, ich zock, das hilft gerade. Das wollte ich angehen. Alles gut. Ich war halt gerade zu aggressiv, was Mounting angeht. Ich kann dir entgegenkommen, wenn du willst. Bist du im Mountain? Ja, ja. Ich komme zu dir. Hallo! Ist gut, weil mir so Zune auch gerade herkommt. So, ja. Reiten? Hm, mach ich. So? Soll ich Finisher machen? Nein, nicht dazu. Greif einfach nochmal an. Ja, ja, meine ich ja. Soll ich mit Finisher, ne? Ja, ja. Mach ich dann. Bam. Richtig ins Gesicht bekommen. Ich freue mich so auf das richtige Game, wenn ich ihn so fertig machen kann. Ja, ganz ehrlich, das ist so scheiße. Richtig angry. Dass du das Equipment nicht hast, mit dem du eigentlich bekämpfen sollst. Ja, das ist ja ein unnötig schwerer machen, ne? Weil im Grunde ist es ja nicht so schwer, das Problem ist halt bloß. Es soll halt hier challenging sein, aber es fühlt sich einfach nur an manchen Stellen mehr unfair an als challenging. Was hat das Gear nicht? Dass du da machen sollst, dass du ab und zu einfach gewonshottet wirst und was. Und der Zeit. Achso, der Trigger. Oh oh. Der Trigger, die große. Naja.
Yikes. Cool, dass er genau die meine Fessel angegriffen hat, ey. Ich weiß nicht, ich finde sowas deutlich schwerer als Fatalis und so weiter. Fatalis, oh, weiß ich wenigstens. Ich hatte ja aus der Luft verdammt mich gesehen. Bin. Nicht gesehen, dass ich wollte einen Luftangriff machen, aber irgendwie hat seine Attacke mich gewone-shottet. Ja, so geht's mir immer. Ich hab grad nicht aufgepasst. Also nicht gesehen, wie viel Leben ich hatte. Ich weiß nicht, ob ich Lowlife war gerade zu dem Zeitpunkt oder ob es mich wirklich gewone-shottet hat. Ist ja vorbei. Ach, ist okay. So geht's mir halt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, alles für sonst Bock jetzt hier. Ist ja noch dort Tech weiterzumachen? Ja, wir können. Können wir da einmal die Woche, also. Naja. Ja. Also Sasha-Spiel, mich würde interessieren, ob das im Main-Game auch nur ein Mount möglich ist. Hab bisher nie einen zweiten gesehen in derselben Quest. Was? Na, ob man Magna Malo im Hauptspiel auch nur einmal mounten kann. Das Mounten ist sowieso mega weird. Weil alle Nebendinger kannst du instant mounten, nach ein paar Angriffen. Und das Hauptmonster, zum Beispiel, er braucht ja ewig, bis du es mounten kannst. Warum ich halt sagen würde, dass es halt wirklich hier die Demo nichts mit dem Hauptgame zu tun hat. Abgesehen von den Grundmechaniken. Ja. Weil es ist so komplett anders. Ich weiß nicht. Ist genauso wie in der World Demo, wo du den Rocksteady hattest, den du erst am Ende vom Game bekommst. Mit dem kannst du niemals eine Gigantas erstmal machen. Und sowas, ich weiß nicht, also aktuell ist sowas ja recht in bei den Monster-Demos, aber ich weiß nicht. Mein Problem ist wirklich, verglichen mit der World-Demo oder Iceborne-Demo, dass ich nie wusste jetzt hier, was mein Hunter denn kann. So, ich schimmer verlassen eine Attacke. Oh, du machst mehr Schaden mit Jumping Attacks, irgendwie 30%. Da würdest du doch theoretisch mehr Jumping Attacks machen, bloß du weißt es halt nicht. Na stimmt, Sasha schrieb auch gerade, ich habe auch bei den anderen Quests keinen zweiten Mount gesehen, beim selben Monster. Ja, also du brauchst in der Demo brauchst du mega lange. Du musst halt die ganze Zeit das Spam, um den zweiten Mount zu bekommen. Das ist extrem schwer. Hier, Gaijin Hunter, ich glaube mal alle, die vorhin zwar was wissen, kennen den. Meinte, du bekommst niemals mehr in der Demo, nicht vergessen, als zwei Hands in einer Hand mehr als zwei Mounts durch. Und das hat er mit Insektenleve gemacht. Die ganze Zeit nur Mount-Attacken gemacht. Aber das ist halt die Demo, ne? Ja. Das ist halt das Problem. Also, ich glaube wirklich, dass bei dem Game die Demo, das wirkliche Spiel komplett anders sind. Ist zwar nice, um deine Waffe jetzt, was habe ich jetzt hier Neues und so weiter, was habe ich überhaupt noch übrig, zu schauen, aber du kriegst ja neue Fähigkeiten, also du kannst dich nicht mal so an die Waffen gewöhnen. Die Monster sind anders. Ich weiß nicht, es ist irgendwie eine, wenn ich jetzt mal realistisch bin, irgendwie ist das eine Kack-Demo, weil ich weiß nicht, also vom Originalspiel her ist es jetzt keine Demo, weil es komplett anders ist. Du weißt, was ich meine. Naja, stimmt schon. Also es ist keine Demonstration von dem echten Game jetzt. Aber wie gesagt, ich habe nichts gegen Demos, aber mich stört das halt, dass ich einen Charakter nicht anpassen kann. Dass ich nicht weiß, was er kann.